Können wir mal auch wieder zum Park gehen? Da lag ja noch, haben wir ja, glaube ich, irgendwie gesehen beim Verlassen Frisbee oder sowas Im im Baum. Baum, ne? Ja. Wie kriegen wir den runter? Irgendwie mal schütteln oder so. Stuhl. Och Mensch! Ausgesprochen schäbig, dieser Wandteppich. Gepflegt ist wirklich anders. Ah, hier ist die Rüstung, ne? An der Wand. Guck mal. Eine antike Ritterrüstung, laut Hinweisschild echt und alarmgesichert. Muss man das austauschen mit der anderen Rüstung? Das ist ein Tigger, der natürliche Feind von Glas, Und ich hielt kleinen unsere Kindern heutigen und Fahrradhelme Porzellan. für albern. Teller und Krüge für Matt und Med. Matt. Der Tigger, er trägt einen Hut, wenn man inzwischen Oh. bei der Auflösung seine kahlen Stellen sehen könnte. Das war quasi mal sowas wie der Chefsessel. Ein kleines Erkennungsschild verrät, dass es sich hierbei um den Museumsführer handelt. Einen wunderschönen. Sieht sehr konzentriert aus. Sind Sie hier der Museumsführer? Museumsguide, bitte. Museumsführer heißt das schon seit den späten 30er nicht mehr. Oh, pardon. Badons. Und was können neugierige Homies wie wir hier denn alles zu Gesicht bekommen? Zurzeit ist die Besichtigung der Burg nur begrenzt möglich und beschränkt sich auf das Erdgeschoss. Der Turm ist zurzeit gesperrt, da im obersten Stock der Boden komplett renoviert wurde. Und dafür hätten wir also fast noch zahlen müssen. Echt mal, fast. Wenn Sie nichts dagegen hätten, würden wir wirklich mal gerne die Burg besichtigen. Wir versprechen auch größte Sorgfalt walten zu lassen. Bedauere, aber ich bin nicht in der Stimmung dazu, eine Ausnahme zuzulassen. Kräftig zutexten. Was geschah denn zum Beispiel in diesem Zimmer während des Mittelalters? Also gut, die Standardtour. Hier sehen Sie den zum Teil erhaltenen Sitz der Burgherren, welcher über diese Kannst du Burg mit der herrschte. Maus irgendwie was anderes In machen? diesem Nee. Zimmer nahm er und sein Hofstab die Mahlzeiten zu sich und genossen ihr aristokratisches Dasein. So. In dieser Vitrine verweilen die zu damaliger Zeit genutzten Trinkgefäße. Ja. Eins weiter. Sehen Sie eine Sammlung Helme, welche die früheren Ritter und Kämpfer auf ihren Kreuzzügen trugen. Dieser Wirklich zu Wandteppich klein. erzählt von der Schlacht zu Geldern. Vorwiegend darüber, wie wir selbige verloren haben, was er über den Geisteszustand des Burgherrn zweifeln lässt. Und zu guter Letzt, eins unserer Prachtstücke, ein vollständig erhaltener Torso einer Kampfrüstung. Ihr Wert wird auf gute 185 € geschätzt, weshalb unsere sinnesreiche Stadt das gute Stück für 1500 € alarmgesichert hat. Vernünftig. Ja, Danke alles für Ihre ändert sich. Aufmerksamkeit. Besuchen Sie uns bald wieder. Bla 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 bla. So, das wahrscheinlich jetzt hier das mit Zutext. Ja. Wussten Sie schon, dass der Durchschnittsdeutsche in seinem Leben 46 Schweine isst? Ja. Außerdem 4 Kühe, 37 Enten und einen Otter. Doch, das ist ja zugedichtet, oder? Wussten Sie schon, dass linksgeschmiedete Dolche schärfer sind als rechtsgeschmiedete? Linksgeschmiedete werden von Rechtshändern geschlagen. Und die sind ja, wie man weiß, die besseren Menschen. Daher bessere Dolche. Na, ist ja jetzt doof, man muss jetzt einfach alle abgehen. Können Sie mal. Die Witz. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Da mache ich halt wieder einfach dorthin, wo ich gerade stehe. Ah, ich habe was ganz anderes gefragt. Ja, sorry. Wussten Sie schon, dass Sahnetorte weniger Kalorien hat, wenn man sie auf der Toilette verspeist? Wahrscheinlich aber nur, wenn das Klo direkt neben einem steht. Tja, ein weiteres Thema haben wir nicht. Hä? Was war das denn jetzt? Aber die Maus wohl irgendwie unten im Rahmen. Okay, das letzte kann ich nicht. Können Sie mal. Die WC-Einrichtung müsste jüngst zugemauert werden, da unter den Bodendielen Überreste von menschlichen Knochen gefunden wurden. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Da mache ich halt wieder einfach dorthin, wo ich gerade. Ja, okay, das war das. Und da kann man nichts mehr machen. Nun denn, man sieht sich. Hier. So, jetzt benutzen wir mal die Rüstung mit der Rüstung. Hier hängt aber mal ganz schnell wieder die Rüstung an die Wand. Wir bitten vielmals um Verzeihung.
Sieht doch voll nicht anders hat aus. Hat das jetzt gepasst, oder? Ja. Die sieht doch voll nicht ganz eine so rostig aus. Eine echte Ritterrüstung. Okay, jetzt haben wir... Ja, was nun? Was nun? Eine alte Ritterrüstung. Die ist immer noch nicht richtig. Machen die Rollenspiele oder versuchen die sich... Warum ist die noch nicht fertig? Müssen wir die vielleicht den Schmied geben, dass er die fertig macht? Ja. Da würde ich mir was anderes überlegen. Klar, der wollte doch mal was Ordentliches hier. Kriegskunst. So. Tüdelülü. Und danach gehen wir aber wieder zu den. In den Park mit Logan. In den Park. Mit Wigger und Tigger, ja. Weil da wissen wir zumindest, da haben wir noch was. Auch hier haben wir eigentlich noch was offen. Diesen, wo wir die Kanone abgefeuert hatten, da den. Das ging ja Richtung. Ja, wir brauchen irgendwie Kacke. Abstände. Oder wir müssen die Papageien entweder kacken lassen oder wir müssen irgendwie da Kacke hinlegen. Ihn finde ich ja am geilsten hier, den Ben mit seinem. Der da so steht, ja. Okay. Gib. Werter Schmied, könntet ihr uns diese Rüstung hier anpassen, dass sie meinem Freund hier passt? Nur warum? Na, was sehe ich denn da? Eine echte Rüstung noch aus Kriegszeiten? Mit Vergnügen, mein Bester. Kostet 600 Gulden. Hey, du in dem lila Umhang. Komm mal her, damit ich aus dir einen echten Mann machen kann. Transition. Männliche Hammerschläge. Wird auf dem Körper gehämmert. Genau. Auf den Körper geschmiedet. Hier, wie eine zweite Haut, sag ich. Mit Eingriff. Außerordentlich, wertesten Dank. Ah, okay. Hat ihn gehauen. So, Tigger Wigger. Der Tick, der Wickte. Das ist doch schon mal im Hinterkopf gut zu wissen, dass man das jetzt so hat. So, dann gehen wir hier rum. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir die Zeichnung bekommen. An ja. Den Kann was, man was damit abzeichnen. Machen? Aber wie? Ah, warte mal. Ich hab's gerade gesehen. Man sieht hier richtig, wo die Breitbild Edition einsetzt. Oder? Kann sein. Ja, die Kante. Kann sein, dass er die Textur da nicht hinbekommen hat. Er hätte aber ein bisschen mal mit Photoshop Weichzeichner so ein bisschen rüberwischen können. Können wir hier einfach. Ich komme nicht ans Inventar. Ich habe jetzt einen Linksklick gemacht. Ja, mal gucken. Kannst du vielleicht die die Karte, worauf alles abgehakt wird, was wir schon haben, damit benutzen? Aber der Frisbee. So, wie kriegen wir den runter? In den Ästen dieses Baumes steckt ein orangenes Objekt fest. Ja, ist ein Frisbee. Das sieht man auch so. Moment. Ja. Wo sind unsere? Achso, den können wir. Shit. Man kann nur. Haben wir noch die Steine? Achso, werfen. Ich wollte gerade sagen, also ich wollte eigentlich den Nudelholz werfen oder schlagen, aber mir ist dann aufgefallen, dass die Steine fehlen. Oh. Dann so. So macht man das! Weißt du, was lustig gewesen wäre, wenn der Stein auf dem Typen rechts noch gelandet wäre? Duke Nukem 3D Frisbee! Muss ein Sammlerstück sein! Ah, das ist wieder so ein unnutzbares, optionales Objekt. Echt? Da kommt, glaube ich, dieser Sound. Ich warte jetzt noch mal kurz. Warte mal, benutze Stein. Hier kommt da mal so ein Boot. Da würde ich mir was anderes überlegen. Ich will einfach damit noch gehen. Ach nein, dann macht er es weg. Okay. Kam hier ein Boot? Ja, hier ist so ein. Das sieht aus wie so ein Elektroboot. Ich probiere mal, das abzuwerfen. Oh, warte, ich werfe mal erst den alten ab. Lassen wir den Mann lieber schlafen, bevor wir Schabernack mit ihm veranstalten. Da ist es. Benutze Stein mit. Boot. Jetzt haben sie sich gegenseitig ausgespielt, oder was? Ja, und du hast zu spät gekriegt. Also. Wir müssen am besten hier stehen bleiben. Ist ja hier ganz komisch rumgegangen. Ach, ja.
Ja, zu der Stelle, wo die Animation dann abgespielt wird, ne? Ja. Wo das dann passt. Aber dann ist er irgendwie. Also er ist so rumgegangen. Ich stand ja schon fast hier. Das ist das Komische. Jetzt stehen sie da und fragen gucken sich. Gucken sie uns alle an. Besonders er hier. Mach was. Da würde ich mir was anderes überlegen. Wild wachsende Falten. Solches Unkraut. Ich glaube, wir müssen in der Vergangenheit da irgendwie was machen. Ne? Geh mal in. Waren da nicht im Friedhof? Nee, in der Vergangenheit war da ein Friedhof, ne? Komm, wir gehen da mal. Gehen wir mal auf den Friedhof. Waren wir da schon? Nein. Gehen wir mal auf den Friedhof, oder? Hier ist auch noch nicht, was wir machen müssen mit dem Clown, ne? Ja. Mal die Brotkrumen. Warte mal. Dann kann ich die Plakette. Achso, das war in der Neuzeit, ne? Das war, nee, da war die Zeichnung in der Neuzeit. So, ich wollte gerade sagen, warum ist die Zeichnung jetzt weg? Das war bei Tigger und Wigger. Der Baumstumpf ist nun völlig ausgelutscht. Die haben wir gefällt, ne? Ja, ja. Genau, so war das. Okay. Nur Gräberfeld. Ein Häufchen locker flockiger Humuserde, das weckt den grünen Daumen in dir. Kann man das nehmen? Ich glaube, das bleibt besser hier. Nee, geh weg! Nee! Oh, schade. Ah, da war der Babelfisch. Oh, geil. Ich finde die Anspielung auch für den ersten Teil. Ist die Frische dieses noch unberührten Wassers nicht traumhaft? Ich muss gleich brechen. Kretin! Kretin. Oh, schade, dass das jetzt nicht im Bild war. Das war's nicht im Bild. Ja, wie er hier versucht, da die zu klopfen und die Bienen dann gestartet haben. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ein älterer Baumstumpf, wo er bestimmt noch ein paar gute Filetstücke rauszuholen hat. Nee, ja. Geh weg! Nee. Soll das so sein? Ja, ist doch egal, wenn man hier, wo ein paar Filetstücke rauszuholen sind. Das heißt für mich Axt. Im Boden festsitzendes Holz nimmt man nicht einfach mit. Das wird gehackt. Er hat die Axt gehackt. Die Axt! Okay, ach, da wollten wir. Was wollten wir mit denen denn? Auch da rein. Falsches Ziel. Lass mich mal ran da. Richtig. So. Nutze Axt. Frisch abgehackte Holzscheite, bester Qualität. Haben wir nicht schon eine Holzscheite? Ja, es werden immer mehr. Ich glaube, wir haben bereits genug Holzscheite abgehackt. Okay. Müssen wir wahrscheinlich in irgendeinen Feuer packen oder so. So, ach du Scheiße. Hier gibt's verschiedene Gräber, kann man die lesen? Sag mal, Loreng, war es gerade nicht noch helllichter Tag? Ja, ja und. Na und? Wie ja und? Findest du das nicht irgendwie merkwürdig? Na, wir sind halt auf einem Friedhof. Schon mal einen Friedhof bei Tag gesehen? Ja, voll oft. Aber Kai, das wäre doch nun mal gar nicht stilecht. Einmal nicht zuhören, zweimal nicht zuhören, dreimal. Da war so ein Glöckchen bei Willy Concarne. Kann man das anklicken? Das Grab von Willy Concarne. Aber das Glöckchen bimmelt ja ständig. Hallo? Hm? Oh Gott! Rede mal. Hallo? Jemand noch nicht ganz tot da drin? Sogar quicklebendig, mein Bester. Die Stimme. Ach du Scheiße, wartet, wir werden Hilfe holen. Loreng, such mal eine Schaufel. Aber, mein Junge, kein Grund, so einen Tumult zu veranstalten. Ich habe meine Beerdigung selber veranlasst. Ach so, na dann.
Das ist wer war das? Der hört sich an wie der eine, der auf dem Klo sitzt aus Teil 1, oder? Das kann sein, ja. Aber ich weiß es nicht. Bitte was? Ihr wart es selbst, der euch hat begraben lassen? Oh ja, das hab ich. Und ich bereue es keine Sekunde. Aber, und? Ach, papperlapapp, mein Junge. Hier unten habe ich endlich meine Ruhe. Meine Frau ist Sopranistin und meine 5 Söhne allesamt Stammtischphilosophen. Was glaubst du wohl, wie viel ich zu Hause zu sagen hatte? Nicht viel, vermute ich. Aber sich begraben lassen? Habe ich erwähnt, dass ich von Beruf Schweinebefruchter war? Nun, das überzeugt. Ja. Aber wie entleert ihr eure, nun, körperlichen Bedürfnisse? Ach, mal nicht so verkrampft, mein Junge. Einfach raus damit. Die Erde wird's schon aufsaugen. Oh, Alter. Pfui. Baba, bäh. Solange die Insekten dann keine Eier in einen reinlegen, so. Ja, und aber wovon lebt ihr denn? Ihr müsst doch auch etwas zu euch nehmen. Ich hab mir das Einzige mit ins Grab legen lassen, was mir im irdischen Leben Spaß bereitet hat. Eine unübertreffliche Chili-Zucht. Der Boden hier unten ist wie geschaffen zum Anbau. Ich hab mir gerade einen Chili-Maden-Eintopf gemacht. Möchtest du einen Teller? Gott bewahre, nein! Wie fiel denn die letzte Chili-Ernte aus? Läuft die Zucht gut? Fantastisch, sag ich dir. Sieh selbst. Such dir ein schönes Stück Erde und pflanz sie an. Du wirst begeistert sein. Oh, cool. Und ihr seid euch also absolut sicher, dass wir euch nicht aus dem Grab holen sollen? Nur über meine Leiche. Sehr witzig. Was ich auch gerade sagen. Nichts für ungut. Können wir die jetzt nehmen? Ja, nimm. Ich hätte schon eine Idee, wo wir die hinpacken. Ja, ich auch. Dann, warte, was ist hier rechts? Geh zu gewachsener Eingang. Ja, da am besten auch nochmal. Der Zugang zu dieser Wurf ist anständig zugewachsen mit Grünzeug. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich... Wir gucken uns erstmal nicht an, weil wir jetzt gerade wahrscheinlich beide den gleichen Gedanken haben, wo wir die Chili-Sachen hinpacken. Was machen wir damit? Chili? Ah... Okay, warte. Wenn meine Gedanken... Daniel macht auch gerade das gleiche Gesicht wie ich. Und zwar benutzen wir das hier mit diesem Hummus. Und dann hast du die Chili-Sauce. Warum sollte ich diese Hot-Sauce auf einem Häufchen Erde verteilen? Aber der Gedanke ist nicht schlecht, denn ich glaube, das ist der Dünger, oder? So, jetzt müssen wir nur noch was Passendes zum Düngen drüber schütten. Das ist die Chili-Sauce mit 100% Pain. So, nun warten wir. Okay. Ah, sehr schön. Und das ging aber schnell. Nun, in der Zukunft ist da wahrscheinlich jetzt nicht mehr dieses eine Gebüsch, sondern das andere. Nun, was bringt uns das jetzt? Dass wir super Chilis haben. Oder mehr Chilis, keine Ahnung. Dann gehen wir mal nochmal hier hin. Die. Ich habe irgendwie immer noch die Erinnerung. Welche kranken Schweine können sich diese Senfgashülsen nur ziehen? Anwesend. dass wir die Chilischoten irgendwie mit dem Clown benutzen müssen. Mit der Blume, da riecht er doch dran. Aber... Naja, das ist ja blöd, wenn man da eine Chili dran hängt. Ja. Ich kann ja mal... Achso, was ich gerade vorschlagen wollte. Diesen Plan hier links oben im Inventar mit der Zeichnung benutzen. Vielleicht zeichnet er das dann ab. Ja, ich gebe mal die Chilis trotzdem zu Kai und Lorraine. Weil, wie gesagt, ich habe irgendwie die Erinnerung mit dem Clown. Irgendwas muss im Mittelalter damit gemacht werden. So. Meinst benutze... Nee, du, so bestimmt nicht. Ach ja, genau, daran hat's gescheitert. Ich sehe nichts, was meine Aufmerksamkeit verdient. Nee, du, so bestimmt nicht. Mama. Tag, wie war das mit der Zeichnung, ey? Da würde ich mir was anderes überlegen. Wir haben bei keinem was zum Aufzeichnen. Ich mache jetzt mal Rechtsklick. Vielleicht kommt dann ein sinnvoller Kommentar. Nee, auch nicht.
Ah, irgendwie ein Stift oder ein Block oder so ein Scheiß. Warte, wir gehen. Wir machen erstmal das, was wir. Ein Stift oder ein Block kriegen wir maximal von Ben. Ne? Bevor wir jetzt hier rechts. Also rechts kommen wir ja nicht durch den durchgewachsenen Eingang. Die ganzen Gräber können wir uns mal bei anderen Zeiten angucken. Ich möchte mal einen Verdacht testen. Ich wundere mich immer, wo ist denn die scheiß Zeichnung? Benutze Chilischoten und. Das geht so nicht. Verdammt. Leckere, scharfe Chili. Zu Pulver gemahlen, eine köstliche Zutat für viele Gerichte. Aber müssen wir die zu Pulver machen? Haben wir Wie geht denn das? Mit einem Messer? Das sollte man besser nicht mit dem Loreng nehmen. Malen. Wir brauchen so eine Mühle. Oder der Schleifstein, ey. Wir können ja mal gucken, ob der Koch hier irgendwie was hat.